Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich begrüsse euch recht herzlich hier aus Meiringen zum Jungfrau-Zeitung Panorama. Heute haben wir für euch in der Sendung Komiker unter Strom in Thun, hochprozentige Spezialität am Hasliberg, hochgelegener Arbeitsplatz in Grindelwald. Bevor wir jetzt zu unseren drei Beiträgen kommen, gebe ich zuerst noch kurz einen Überblick über ein paar Neuigkeiten vom heutigen Tag. Nanda Walliser fliegt wieder aufs Podest. Die Leissigerin erreicht am Paragliding World Cup Superfinale in Disentis den hervorragenden dritten Platz. Der Berner Adrian Hachen kommt bei den Herren ebenfalls auf den dritten Platz. Ein Baby und ein Strickli retten die Spätzeck. Die Abstimmung über einen Antrag für die Abschaffung des Unterrichts für Schülerinnen und Schüler mit höheren Ansprüchen ist im Thuner Stadtparlament mit 18 zu 18 Stimmen ausgegangen. Weil im grünen Stadtratspräsident der Stichentscheid ist verwehrt geblieben, freuen sich am Schluss die Bürgerlichen. Neue Produktionslinien sichern regionale Arbeitsplätze. 3S Solar Plus weiht gemeinsam mit dem Stadtpräsident Raphael Lanz die neue Produktionslinie im Quad ein. Das Unternehmen will damit der steigenden Nachfrage in der Solarbranche Rechnung tragen. Um Strom geht es auch beim Auftritt der beiden Thuner Komiker Gero und Güsche. Sie stehen im Rahmen der Eventreihe 125 Jahre Strom in Thun in der alten Öli auf der Bühne. Meinem Kollegen Pascal Müller haben sie erklärt, woher das die Energie in Thun wirklich stammt. Wir sind hochsensibel im energetischen Bereich. Was vielfach ja nicht, die Leute nicht wissen, ist, dass Energie Thun den Strom nicht nur aus der Aare bezieht, sondern auch aus dem Wallis. Und die haben dort in Turma oben eine Zweigstelle und dort machen die Energie mit dem reinen Quellwasser. Das ist die reine Energie, die Quellwasserenergie, gell? Wenn du die nimmst, dann sprudelt die Energie, gell? Und das Licht auf der Television ist glasklar, gell? Dann machen wir auch noch der Biogas, he? Biogas, das ist all die Aprikosen, Tomaten, kommt dort in den Kubel rein, he? Ja. Was ist denn der? Ein Wolf, hat er auch noch einen Wolf, he? Der Wolf kannst du auch noch reinkommen und dann wieder Tomaten drüber, gell? Überall sind wir Tomaten, he? Ja. Und dort, was macht eigentlich der Güsche? Also ich habe einfach die Energie am liebsten, wenn sie vegan ist. Und darum, also ein Wolf bei uns sicher nicht. Ich bin vor zwei gestellt Diversity. Und bei uns schauen wir einfach auf Diversifizität. Titan. Genau, Titan ist auch wichtig bei uns. Weil Diversity. Und da schauen wir drauf, was jetzt eben zum Beispiel Wolf, das ging jetzt nicht. Also bei uns machen wir eigentlich sehr viel aus Soja. Ja, oder auch. Schaffen wir auch mit Energie? Ja. Also die Energie kommt aus dem Soja quasi, aber jetzt haben wir eben, wir haben das Problem momentan, in der Schweiz haben wir noch zu wenig Tofu, also zu wenig Soja für den Tofu, meine ich natürlich. Und jetzt müssen wir den aus Österreich holen. Und da haben wir natürlich dann wieder das Commissioning Board am Haus, weil die natürlich dann finden, das ist nicht nachhaltig. Das, weißt du, von den Österreichern, wir kennen es ja, das ist nicht alles gut, was die gemacht haben. Also wir kennen es gut, oder? Und da haben wir jetzt ein Clinch auf gut Berndeutsch. Ein Clinch? Ja. Aber eigentlich schauen wir schon drauf, dass es, wenn es geht. Oder wir sind auch dort, gell, ein bisschen flexi. Ein bisschen flexi drauf, gell. Aber grossmehrheitlich schon vegan bis Carnivore. Ja. Das ist einfach auch energetisch besser, vegan, oder? Ja. Veganisch, energetisch. Oder mit der Sonne. Mit der reinen Sonnenenergie. Eine andere bekannte Bühne findet man am Hasliberg im Hotel Wetterhorn. Dort hinter der Bar spielt eine Spezialität Hauptrolle, die die Welt der Genießer im Sturm erobert. Es geht um einen Heuschnaps, der von der ersten Gastgeberin im neu eröffneten Hotel Wetterhorn ist erfunden wurde. Der Heuschnaps verbindet den feinen Geruch von Heu mit der Brünig-Region. Mein Kollege Patrick Schmid ist diesem Geruch nachgegangen. Wenn man Heuschnaps trinkt, dann schmeckt man einfach Schweizer Alpenluft. Alpenwiese, besser gesagt. Also, man identifiziert den Geschmack definitiv mit der Bergwelt. Es war eine klassische Schnapsidee. Und wir haben die erste Flasche von Hand angeschrieben und den falschen Volumenprozent drauf gehabt. Und haben uns das nochmal geändert, nochmal falsch. Und bis wir das erste Mal im Labor waren und gewusst haben, was es richtig ist. Und das war erst dann auch der Punkt, wo wir gemerkt haben, die Nachfrage ist nicht nur von den Gästen hier im Haus, sondern
die ist grösser und die geht weiter rum, haben wir dann anfangen, das ein bisschen professionalisieren. Und ja, und seitdem geht es weiter. Aber nein, am Anfang ist es einfach, machen wir mal eine Flasche mit unserem Hausschnaps, um unseren Gästen auszuschenken. Der Hausschnaps wird in zwei Phasen am meisten gebraucht. Das eine, den nehmen wir am Tisch, nach einem klassischen Essen, so als Absacker oder als Digestiv, wie man so schön sagt. Oder natürlich aber auch an der Bar als Schöttli, wenn es lustig zu und her geht. Die erste Erinnerung an Heuschnaps ist, als der ganz erste Heuschnaps fertig war, als wir hier im Wetterhorn ein Meeting hatten und der Chris uns auf eine Runde Hausschnaps eingeladen hat. Und das war die erste Erinnerung und Liebe auf den ersten Blick. Oder Liebe auf den ersten Schluck, besser gesagt. Dadurch, dass ich immer wieder vom Bündnerland hier ins Wetterhorn gefahren bin, um ihn zu kaufen, ist das wie entstanden. Also es ist, zuerst war es ein Geschenk für Freunde, dann habe ich langsam so ein bisschen damit zu dealen in meinem Umfeld, in meinem Freundeskreis. Und aus dem heraus ist jetzt mein Job entstanden, den ich seit 5 Jahren mache. Wir sind schweizweit vor allem in den Hotels, Bars, aber auch zum sehr grossen Teil im Detailhandel, in Spirituosen- und Delikatessenläden vertreten. Aber auch in Dänemark haben wir Fuss fassen und in Deutschland. Und wir sind noch mit anderen Ländern momentan in Verhandlungen. Es ist so ein bisschen alles kann, aber nichts muss. Und wir nehmen das mit, was Spass macht und was Sinn macht. Und lassen uns überraschen, was noch alles auf uns zukommt und was wir noch alles dürfen machen. Wir haben den geräucherten Heuschnaps, den wir seit letztem Jahr auf dem Markt haben, der 38 Volumenprozent hat, wo das Heu geräuchert wird mit Buchenholz während ca. 30 Stunden. Und dann haben wir noch etwas in der Pipeline, wo wir aber noch nicht wirklich spruchreif parat sind, wo hoffentlich im Dezember dann so weit ist, dass wir auf den Markt gehen können damit. Vom Berghotel am Hasliberg wechseln wir zur SAC-Hütte in Grindelwald und zum Christoph Sager. Er ist seit 26 Jahren Hüttenwart. Auf die neue Saison hat er in die Gleckstein-Hütte gewechselt, die er mit seiner Familie zusammen betreibt. Schon der Aufstieg ist spektakulär und die Aussicht entschädigt für alles. Es gibt aber nicht nur Aussicht zu geniessen in der Gleckstein-Hütte. Davon hat sich mein Kollege Janik Müllermann überzeugen. Wie sieht euer Alltag hier oben aus? Hier oben ist eigentlich das Publikum sehr breit. Also wir haben einerseits ganz viele Wanderer, wir haben Tagesgäste und wir haben Bergsteiger. Das heisst, der Tag ist lang, der fährt im Extremfall um 2:30 an. Ja, früher etwa nicht. 2:30 aufstehen, dann sind drei, kommen die ersten zum Morgen essen. Das sind die, die richtig Wetterhorn, Rosenhorn, so die Gipfel, die hier locken rundherum, die dort gehen. Gewöhnlich geht man dann noch eins in die Federn. Bis dann zwischen 7 und 8 kommt dann eigentlich das Wandervolk zum Morgen essen. Und das ist gewöhnlich so, dass nicht der letzte von denen gegangen ist. Dann steht der erste schon wieder da, wo als Tagesgast kommt, der hier etwas essen will oder reichen, vielleicht dann nachher noch auf das Rinnenhorn oder eine Runde machen hier und wieder ins Tal am Abend. Und so kommt, ist es Kommen und Gehen eigentlich den ganzen Tag. Man ist mit Vorbereitungen beschäftigt, für das Abendessen, die ganze Zeit auch die Tagesküche etwas dran. Und so ist es selten langweilig, mal nicht an Tagen wie jetzt heute. Da läuft eigentlich immer etwas. Und dann eben trudeln nach und nach die Gäste, die dann wieder übernachten für die darauffolgende Nacht. Und die einchecken und bewirten. Ja, etwas Kuchen, gewöhnlich, wenn die noch und etwas trinken. Und dann gibt es um 6:30 in der Nacht für alle zusammen. Und nachher in der Regel so um die 10 Uhr rum ist der Feierabend, sind die letzten noch so ein bisschen am Ausplempeln und gehen dann auch in die Federn. Und wir auch. Also du siehst, es ist ein ausgefüllter Tag. Wobei es natürlich, es gibt auch die anderen, oder? Es ist ja nicht gegen schönes Wetter. Da gibt es auch mal Tage, wo nichts läuft, wo man keinen Mensch sieht. Ob ihr am Wochenende den Aufstieg zur SAC-Hütte könntet wagen, das seht ihr gerade im Anschluss in der Wetterprognose. So oder so wünsche ich euch auf jeden Fall jetzt schon ein schönes Wochenende und einen grusamen Abend. Auf Wiedersehen miteinander. Das Wetter wird euch präsentiert von Interlaken Tourismus.
Herzlich willkommen zu Ihrem Jungfrau-Zeitungswetter für das Berner Oberland nach dem sehr warmen und meist sonnigen Hochsommertag. Ein Hochdruckrücken hat sich diesen Freitag über Mitteleuropa verstärkt und die Luft, die morgen in der Bodennähe noch eher feucht war, immer mehr abtrocknet. Nach einer meist klaren Sternennacht geht es dann am Samstag mit der prallen Sonne weiter. Nur lokal könnte es ein paar Nebelbälke umeinander haben, die sich auch rasch wieder auflösen werden. Temperaturen bei um die 13 Grad in Interlaken, Spiez, Thun und Meiringen. Ja, und der Nachmittag zeigt sich auch von der sehr sommerlichen Seite mit viel Sonne, ein paar Schleier und wenigen Quellwolken. Ja, da kann man also sehr gut einen Wandertag einlegen. Es gibt da 22 Grad in Adelboden bis zu 24 Grad in Grindelwald. Nach einem sonnigen Start in Sonntag gibt es dann immer mehr Wolken. Dazu steigt auch das Schauer- und das Gewitterrisiko an. Teils sind auch heftige Gewitter zu erwarten. Der Montag präsentiert sich dann wieder recht freundlich mit einem Mix aus Sonne und Wolken, mit speziell über den Bergen ein paar Schauer. Und auf den Dienstag und Mittwoch gibt es dann so eine Mischung aus Sonne, Wolken und vor allem über den Bergen ein leicht erhöhtes Schauerrisiko. Auf den Donnerstag sollte es dann überall im Oberland wieder trocken bleiben, mit recht viel Sonne und bis zu 21 Grad. Ich wünsche ein wunderbares Wochenende, machen Sie es gut und hoffentlich bis bald wieder.